Ihr seid wie ich sicherlich auch schon sehr oft in Minecraft draufgegangen, doch das Ganze soll bei mir jetzt endlich ein Ende haben. Denn es gibt praktisch nur zwei Arten, auf die man draufgehen kann, und zwar ist das einmal Volldamage und durch feindliche Kreaturen. Die Kreaturen kann ich allerdings schon ausschalten, also ist nur noch der Volldamage mein Problem. Also werde ich heute mit drei Schritten versuchen, diesen zu verhindern. Der letzte ist hierbei der wichtigste, schaut also bis zum Ende. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in den Nether, denn eine volle Netherite-Rüstung schützt besser als eine halbe. Juhu, hier ist das erste. Yay, yeah, hier ist das zweite, oh mein Gott. Oh mein Gott, zwei nebeneinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei oder ein... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei oder ein Vorkommen ist slash sind. Ich glaube, ich sollte mich jetzt erstmal lieber auf den Weg zurück machen, denn wie ihr sehen könnt, hab ich nicht mehr viel zu essen. Ja, okay, das ist jetzt suboptimal, denn der Chunkloader ist kaputt. Ich habe keinen Plan warum, aber ich glaube, da sind ein paar zu wenige Minecarts drin. Hallo, rein bitte, dankeschön. Werfen wir das Ding mal wieder an. Und das sieht gut aus. Und wieder zurück. Die 36 Kartoffeln werden erstmal reichen. Es sind zwar keine Kartoffeln, aber sie werden trotzdem reichen. Und dann geht's zurück zum Farmen. Und da ist noch eins. Oh no. Die verbrennen nicht, oder? Oh mein Gott, sie verbrennen nicht. Und direkt noch eins. Kommen wir auch direkt noch ein drittes. Ja! Sehr nice. Nochmal zwei. Oh, hier hinten ist Goldgrube. Also, nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aber hier findet man viel Schrott. Und dann ist es Zeit, zurückzugehen. Dann ist es Zeit, Lava in den Ofen zu packen und den Schrott durchzuschmelzen. Oh mein Gott, das ist ein Creeper. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Oh, da haben wir schon mal drei. Nummer 4, Nummer 7 und Nummer 8. Ich habe jetzt noch drei mehr. Und jetzt soll ich vielleicht erstmal lieber pennen, bevor hier noch alles weggesprengt wird. Da ich 8 Gold-Ingots brauche, muss ich hier einfach nur 8 mal draufschlagen. Und nehme hier 8 Ingots mit. Und dann craften wir das Ganze doch mal. 2 Netherite-Ingots. Sehr nice. Und dann würde ich sagen, ist auch schon der Moment gekommen, an dem ich meine Rüstung upgraden kann. Einmal der Helm. Und einmal die Schuhe. Und damit ist auch das Advancement komplett. Volle Netherite-Rüstung. Jetzt ist es nur so, das Ding sieht im Moment noch relativ blöd aus. Deswegen würde ich mal sagen, gucke ich, ob ich ein paar Armor-Trims habe. Und wenn nicht, suche ich mal welche. Aber warte mal, ich sollte vielleicht eine zweite Backup-Elytra mitnehmen. Und es geht wieder los. Jo, das sieht man auch nicht immer. Das sieht krass aus. Oh, Tempel. Ah, oh, hier war ich schon mal. Shipwreck, ja. Ach, Mann. Leider nein. Nein. Ja, noch eins. Nein! Bro, wo finde ich das Ding? Ja! Ja! Endlich! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute. Wir können zurück. Let's go. Ja, was ist denn das hier? Ich habe so das Gefühl, dem Ding hier sollte ich mal einen Besuch abstatten. Eigentlich war das gar nicht so geplant, aber hier sind wir auch schon bei Schritt 2. Denn ein Totem schützt natürlich auch vor Fallschaden. Ich habe Full Netherite. Ich sollte doch einen Dings fighten können, oder? Okay, er ist schon mal easy. Das ist gut. Ja, da ist er. Ja, und damit, Leute, habe ich mein erstes Totem in Minecraft. Oh, nice. Dann können wir instant hier wieder verschwinden. Oh, und wir sind tatsächlich schon zu Hause. Da würde ich sagen, geben wir doch der Rüstung mal ein kleines Upgrade. Bam, bam, bam. Zack. 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 Und dann ist das hier jetzt meine neue Rüstung. Allerdings noch nicht final, denn eine Sache fehlt noch. Und zwar auf den Schuhen. Und das ist Feather Falling 4. Darum kümmere ich mich jetzt nochmal schnell. Ja! Digga, für 7! Das ist perfekt! Let's go! Das wichtigste Upgrade. Dann klatschen wir das jetzt mal auf die Schuhe. Boom!
let's go, Leute. Mit dieser Rüstung und dem Totem sollte jetzt nicht mal mehr ich es schaffen, drauf zu gehen. Ob ich es doch noch hinkriege, seht ihr wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Also, lasst auf jeden Fall noch ein Abo da, um die nicht zu verpassen. Ciao.